Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Heute packe ich mit euch gemeinsam ein Zuschauerpäckchen aus und zwar nicht nur eins, sondern gleich 5 Stück von einer Person. Und das hat mich so gerührt, ich habe das auf der Packstation abgeholt und es waren wirklich 5 Päckchen. Ich habe da eine Benachrichtigung bekommen und habe gedacht, 5 Stück und alles von derselben Person und ich konnte mich daran erinnern, dass ich mit ihr mal geschrieben habe und sie mich gefragt hat, ob sie mir einiges zuschicken darf und habe ich gesagt, ja, darf sie gerne machen. Und ja, auf jeden Fall hatte ich das schon wieder, war schon wieder in Vergessenheit bei mir irgendwie geraten. Das war letztes Jahr und sie hat seit letztem Jahr diese Boxen hier für mich gepackt und hat sie mir jetzt zugeschickt. Sie hat 5-mal Versand ausgegeben und ich bin einfach sowas von überwältigt davon. Ich habe euch das schon bei Instagram in der Story gezeigt, wo ich die gestern abgeholt habe. Ich bin so baff davon. Ich habe ihren Brief gelesen. Ich habe mich auch schon bei ihr gemeldet. Sie kriegt auf jeden Fall ja, ein Dankeschön von mir zugeschickt. Ich schicke ihr da auf jeden Fall was zurück. Da fühle ich mich schlecht, habe ich ein schlechtes Gewissen und ich freue mich natürlich, wenn ich Zuschauerpost bekomme. Ich möchte aber nicht, dass jemand für mich Geld ausgibt unbedingt. Ihr könnt mir auch einfach, wenn ihr mir was schicken wollt, eine Karte oder schickt mir bei Instagram Bilder oder sowas von Sachen, die ihr euch kauft für euch selber oder sowas. Aber ihr braucht mir nicht extra was kaufen oder so. Mir ist das so unangenehm. Aber ich freue mich auf der anderen Seite auch, weil es ist schön und sie hat was richtig Schönes dazu geschrieben. Ja, auf jeden Fall stehen die Boxen jetzt hier hinten und einige von euch hatten mich schon bei Instagram gefragt, ob ich sie hier auspacken kann. Da habe ich gesagt, na klar, und sie soll ja auch meine Reaktion sehen. Deshalb, ja, filme ich heute dieses Video für euch ab und ihr könnt euch dann mit mir freuen. Also ich bin richtig, richtig gespannt. Sie hat jetzt 5 Boxen und von Box 1 bis Box 5 werden wir jetzt alle nach der Reihe auspacken. Sie hat das Ganze auch nummeriert. Ich zeige euch das jetzt mal. Ja, und wenn ihr wissen wollt, was in den Boxen drin ist für mich, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Das hier ist jetzt einmal die erste Box von ihr und schaut euch das mal an. Ich habe das aufgemacht, das war nochmal extra alles in Papier eingewickelt. Post für dich, Chiquitas Place. Sie hat hier Chiquitas Place draufgeschrieben mit so Aufklebern. Das hat sie so schön gemacht, sie hat das mit ihrem Freund gemeinsam für mich eingepackt. Das hat sie mir dann auch nochmal geschrieben und ja, die beiden haben sich so eine Mühe damit gegeben. Und hier kann man das dann hochklappen, da steht dann eine 1 drauf, also das ist Box Nummer 1. Und das geht dann bis Box Nummer 5. Also allein diese Idee und diese Geste und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da sowas von geschockt und gerührt von. Ich habe gestern, mein Freund hat auch gesagt, um Gottes Willen, wer macht sich denn da so eine Mühe für dich und alles? Und also, ja, ich bin da einfach nur gerührt. Ich habe die Päckchen jetzt alle eben aufgeschnitten und ja, jetzt gucken wir gemeinsam rein. Ich habe auch eine wundervolle Karte von ihr geschrieben bekommen, also richtig schöne Worte. Ich lasse die mal weg. Das Video wird wahrscheinlich eh schon sehr lange und genau, also die Karte ist ja für mich. Ja, auf jeden Fall, ihr wolltet wissen, was in diesem Päckchen drin ist. Ich möchte es auch wissen und ich habe jetzt mal das erste aufgemacht. So, Box Nummer 1 steht hier drauf, DM Einkauf Teil 1. Sie sagte mir, dass sie extra nochmal bei DM war. Und wenn ich das so sehe, sie hat hier oben extra das Papier, also diese Folie reingeklebt und so. Sie hat sich so eine Mühe gegeben für mich. Genau, also ich bin sowas von aufgeregt und ich hoffe, dass ihr das auch sehen wollt. Hier ist einmal der Brief, da gucken wir mal rein. Das lese ich euch mal eben vor. Sie hat geschrieben, hier ist der Brief zur ersten Box mit den Gedanken, die ich bei der Wahl hatte. Spoiler werden größtmöglich versucht zu vermeiden. Die erste Box beinhaltet die erste Hälfte meines DM-Einkaufs. Beigelegt habe ich außerdem etwas Selbstgebasteltes beigefügt, was dir beim Festhalten von Gedanken helfen soll. Darüber hinaus habe ich etwas aus der Glossy Box Sale anlässlich des Woman Days, über welchen bloß nicht mehr geredet werden sollte, dieser Box beigefügt. Die übrigen Produkte sollten dir bei der MeTime weiterhelfen, sind für mich unverzichtbar, liebe ich als gesunden Snack für zwischendurch und sind die Lieblingssnacks der Katzen von meinem Freund. Oder wollte ich gerne zu lustigen Ausprobierstories oder Testvideos beitragen? Ich hoffe, dass ich deinen Geschmack getroffen und dir ein neues Lieblingsprodukt geschickt habe. Also da hat sie sich auch total viel Mühe gegeben und hat mir richtig viel zu dem Päckchen geschrieben. Ich heb das natürlich auch alles auf. Das Video hier wird wahrscheinlich sehr lang werden. Also ich vermute mal, da habt ihr jetzt ein bisschen Stuff zum Gucken von mir. So, als allererstes liegt oben drauf und zwar Fruchtsnacks hat sie mir reingepackt, gleich 2 Stück. Also ja, geht schon richtig gut los. Das ist einmal Himbeersofte Stückchen und einmal Erdbeersofte Stückchen von Na.
Nature Addicts heißt das Ganze. Ich habe das noch nie probiert. Ich habe das schon öfters gesehen. Und das werde ich dann auf jeden Fall mal ausprobieren. Vielen lieben Dank. Also das sind auf jeden Fall neue Produkte, die ich noch nicht kenne. Dann sind hier auch zwei weitere neue Produkte. Die habe ich bisher nur bei Instagram gesehen. In meinem DM gab es die leider noch gar nicht. Das ist einmal ein Badesalz-Tagträumer. Die Limited Edition mit Träum mal drüber nach steht hier drauf. Mit verzauberndem Traumduft. Oh, das riecht aber richtig gut. Hier oben kann man das riechen, das riecht ganz toll. Und das hier ist mit Rosenwasser, so Hydrogel-Augenmasken sind das, also so Augenpads. Und die sind ganz neu, das habe ich letztens auch gesehen, aber wie gesagt, nur im Internet. Vielen herzlichen Dank dafür. Also das sind richtig schöne Produkte, die ich auf jeden Fall alle ausprobieren werde. Und ja, da habe ich einiges, wie ich das jetzt hier schon sehe. Sie hat mir hier noch drei weitere Tuchmasken reingelegt. Balea Tuchmaske, Magic Wonderland Tuchmaske, Bisoft mit so einem Hasen drauf, wie süß. Richtig osterlich und frühlingshaft ist das Paket. Dann Tuchmaske, Be Fresh mit so einem Koala. Alles drei Limited Editions. Vielen herzlichen Dank dafür. Dann hat sie mir was zum Baden reingepackt. Sunny Grapefruit Splash, erfrischender Poolparty Badeschaum. Und den habe ich jetzt letztens erst benutzt. Den fand ich sowas von gut. Der müsste jetzt in meinem Aufgebraucht-Video dann auch mit bei sein. Der riecht so toll und ich bin froh, dass ich den nochmal habe. Das sind ja meine Lieblingsbadezusätze. Von daher freue ich mich auf jeden Fall. Vielen lieben Dank dafür. Oh Mann, ich werde heute 100-mal Danke sagen. Gewöhnt euch schon dran. Dann hier eine Badekugel und zwar eine Sprudelbadekugel. Too blessed to be stressed steht hier drauf. Richtig schön. Hier riecht man leider nichts raus, aber die sieht so schön aus. Die ist auch von Balea. Das ist aus diesem Turm, der da aufgestellt ist im DM. Und ich habe diese hier noch nicht gehabt. Dankeschön. Also ich kann hier baden und Maske machen. Das ist wirklich für eine Me-Time alles richtig gut. Und hier kommt was für die Katzen. Leute, sie hat sogar an die Mizis gedacht. Das hat sie ja geschrieben. Guck mal, was sie alles meinen Katzen reingepackt hat. Also einmal Knapperstäbchen mit Hähnchen an die Hairball. Dann Anti-Hairball-Knapperpack und dann gefüllte Knapperkissen mit Rind, Ente und Huhn. Richtig toll. Also ich bedanke mich im Namen der Katzen. Das sind einmal so kleine Herzchen und so. Richtig, richtig toll. Also allein schon, dass sie an die Katze denkt. Und wisst ihr was? Das ist das Paket Nummer 1 und sie hat mir 5 Stück geschickt. Also ich weiß nicht, das Video, das wird wirklich eine Stunde bestimmt. Es geht weiter mit dem Päckchen, das ist noch nicht leer. Sie hat mir hier einmal eine Haarmaske reingelegt von Bare Fruits Avocado Hair Mask and Cap. Also das ist so eine Maske, hier oben ist so ein Turban drin, hier unten ist die Maske und das ist für die Haare. Ich habe sowas schon mal aus dem Action gemacht, finde ich ganz toll. Ich glaube, dass es die bei DM neu gibt. Guckt doch mal die Verpackung, so schön. Also herzlichen Dank, das werden wir dann auch mal bei Instagram zusammen in der Story ausprobieren. Da bin ich richtig gespannt drauf. So, dann geht's weiter. Dann hat sie hier Hallo Winter, das ist einmal nochmal extra eingepackt. Leute, das ist was Selbstgemachtes und das finde ich so wahnsinnig schön. Das ist, ich kenne das noch von früher, das sind diese Gummibänder, wo man diese Armbänder und Ketten und so früher mitgemacht hat. Und das hat sie selbst gemacht. Das ist ein Kuli, jeweils ein Kuli und die liegen sogar richtig gut in der Hand. Ich habe es gerade schon getestet. Wow, also das ist richtig stramm gebunden und ich glaube, das ist richtig viel Arbeit. Ich weiß das früher noch, wir haben das dann geknotet in der Schule und haben uns gegenseitig da so ein bisschen geholfen, dass das stramm bleibt. Also das sieht richtig cool aus. Vielen herzlichen Dank. Die werde ich auf jeden Fall in mein Schulmäppchen tun. Ja, ich glaube, da lässt sich sehr gut mit schreiben sogar. Die sind recht weich, dadurch, dass das wie so Gummi ist. Sehr cool. Vielen herzlichen Dank. Hier oben sind nochmal so kleine Kügelchen und sowas dran. Total süß. Danke. So, ich muss mich zwischendurch, ich muss mal ein bisschen Luft holen zwischendurch. Ich bin wirklich, also hier hat sie mir als nächstes so ein Täschchen rein von BH Cosmetics. Auch eine total schöne Tasche. Und in der Tasche sind Pinsel drin. Das sind nagelneue Pinsel. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also das ist ja sowas von schön. Das sind so schöne Pinsel. Und guck mal die Farbe in so einem Aprikot. Also wirklich, womit habe ich das denn verdient? Das sind einmal diese 6 Pinsel hier. Also das ist einmal so ein Make-up-Buffer, ein Blenderpinsel, ein Smudgerpinsel, so ein festerer Blenderpinsel, ein Blushpinsel und ein Puderpinsel. Reiseset würde ich sagen. Also die tue ich auch wieder hier rein. Die werde ich auf jeden Fall zum Verreisen nehmen. Das ist so schön. Also einmal dieses schöne Täschchen. Leute, 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 Leute. Also mir fehlen hier die Worte wirklich, weil hier geht es auch noch weiter.
Sie hat mir meinen Lieblings-Eyeliner mit reingepackt von Aiko London. Das ist der Travel Size, der kleine. Und den liebe ich. Ich mag den kleinen am liebsten. Ich habe mir den in groß auch öfters schon nachgekauft. Das ist einfach mein Lieblings-Eyeliner. Wenn ihr meine Videos schaut, wisst ihr das. Also ich versuche den immer irgendwie zu bekommen irgendwoher. Ja, es geht weiter, Leute. Sie hat mir eine Palette hier reingelegt und zwar von LA Splash. Die Eyeshadow-Palette und das ist ein richtiger Zufall. Ich habe die heute drauf. Also ich habe die genau heute Morgen benutzt. Ich hatte mich heute Morgen dafür entschieden, die zu nutzen. Das ist eine wunderschöne Palette. Die war in der Glossybox drin vor einiger Zeit und ich liebe die. Ich habe jetzt heute Morgen diese beiden Töne benutzt, beziehungsweise diese drei Töne hier und ich finde die total schön. Die werde ich mir dann ins Backup legen, weil meine andere, die ich im Backup hatte, habe ich meiner Mama geschenkt. Und die werde ich auf jeden Fall aufheben. Ich werde mir den Namen hinten drauf schreiben, dass ich weiß, dass der von einer Zuschauerin ist. Herzlichen Dank dafür. Dann geht's weiter, Leute. Hier ist noch etwas bei. Und zwar noch eine Palette von Zoeva, die Screen Queen Palette. Ich habe die irgendwo mal gesehen und ich glaube, das ist eine Face Palette, genau. Das ist einmal diese schöne Face Palette und Absolutely Flawless, Pearl and Fine Sleeks und Aloe Beauty. Das sind alles drei so Highlighter, Blush und ein Bronzer. Also das ist alles mit Schimmer, sieht aber sehr schön aus. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Von Zoeva, also das ist eine wunderschöne kleine Face-Palette, die werde ich auf jeden Fall in Ehren halten, die werde ich jetzt auch nicht swatchen, die kommt mit in meine Sammlung und da schreibe ich natürlich auch den Namen hinten drauf, vielen, vielen Dank. Und jetzt schaut mal, das war das erste Päckchen und was sie schon für schöne Sachen da reingepackt, ich weiß nicht, ob es noch besser werden kann, aber ja, das war auf jeden Fall einmal Päckchen Nummer 1, Leute. Wir machen jetzt weiter mit Päckchen Nummer 2 direkt. Das hier werde ich mir auch abmachen und werde mir das bei meine Karten und so legen. Kommen wir zur zweiten Box. Box Nummer 2 und die ist richtig, richtig schwer. Also ich glaube, hier ist ein Backstein drin. Also wow. Guck mal, sie hat hier oben extra, also sie hat sich so eine Mühe gemacht. Sie hat hier extra noch so Folie reingeklebt. Also Wahnsinn. Dann ist hier auch ein Zettel wieder bei. Hier steht drauf, die Fortsetzung von Box 1 nur mit aussortierten Produkten ergänzt. Ganz viel Freude hiermit. DM Einkauf Teil 2 aussortiertes. Also da gucken wir jetzt mal. Also hier hat sie einmal Luxusmasken von Schäbens 2 Stück reingepackt. Die finde ich auch gut. Die hatte ich letztens in der Box drin und ich finde die echt schön. Die hat auch Stiftung Warentest sehr gut. Das ist echt eine tolle Maske und dann auch noch gleich zweimal. Vielen Dank. Ja, es geht weiter, Leute. Es geht weiter. Die Box ist so voll. Also sie hat hier wirklich jeden Zentimeter ausgenutzt. Hier sind jetzt noch zwei Produkte drin und zwar Balea Creme Dusche Magic Wonderland. Die kommt in meine Sammlung. Ihr kennt ja meine Sammlung. Und dann hier die von Schauma, eine Flasche. Das ist ein Shampoo und zwar Nature Moments mit marokkanischem Arganöl und Macadamiaöl. Oh, das riecht so gut. Diese Schauma-Shampoos, die riechen immer echt toll und das werde ich ausprobieren. Das ist halt mit Ölen und vielen Dank dafür. Also wirklich wow. Dann hat sie mir hier zweimal Shampoo reingepackt und zwar aus dem Balea Adventskalender. Einmal aus dem vom letzten Jahr und aus dem vom vorletzten Jahr, glaube ich, oder umgekehrt ist es. Auf jeden Fall zweimal das Wintershampoo und das fand ich richtig gut. Das hat mir sehr, sehr gefallen, muss ich sagen. Deshalb also zweimal im Backup. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich glaube, sie schaut wirklich aufmerksam meine Videos. Ich weiß nicht, also das gibt ein Riesenpaket für dich. Ich sag's schon jetzt. Dann kommt einmal hier eine Limited Edition, die Parfüm Body Lotion Pink Blossom von Balea. Die habe ich mir gar nicht geholt, die ist auch überhaupt nicht in meiner Sammlung drin. Und ich rieche die jetzt das erste Mal, die duftet wirklich richtig toll, so ganz zart, vanillig, blütenmäßig, richtig schön. Also die werde ich auf jeden Fall direkt ins Bad stellen und dann wird die als nächstes verbraucht. Herzlichen Dank. Dann ist hier für die Katze noch was dabei und zwar Geflügelcreme mit Majoran. Das hatten wir noch nie. Da bin ich mal gespannt, ob ist die schon, nee, die ist noch zu. Ich lasse die mal zu, ich wollte mal dran riechen, ob die so nach Majoran riecht, aber da werden die Katzen sich freuen. Also es geht weiter, Leute. Und zwar ist hier einmal von Vita Liberata ein Body Blur drin und daran kann ich mich erinnern. Ich meine, das war mal in der Goodie Box oder so drin. Das ist so ein Body Make-up, das habe ich tatsächlich auch noch nicht ausprobiert. Nee, das ist auch noch zu in der Farbe Latte. Das färbt so ein bisschen eure Haut ein. Also ich glaube im Sommer, um so ein bisschen mehr Bräune zu geben auf die Beine oder so. Ich muss das dann mal ausprobieren. Ich habe das auch noch, glaube ich, hier stehen.
oder ich habe es weitergegeben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das ein interessantes Produkt. Dann hat sie mir einen Liquid Lipstick mit reingepackt, und zwar der Stay 8 Hour Matte Lipstick, das ist der rote. Und den habe ich schon hier, der ist auch noch ganz neu, den lasse ich nämlich auch mal zu, weil sonst laufen die ab. Ich habe den schon hier und habe den auch benutzt, der ist von Essence und der ist richtig toll. Der hat ein sehr schönes Rot, finde ich. Vielen Dank, also der kommt in mein Backup dann. Dann geht's weiter, dann hat sie hier was drin von The Body Shop, ist hier was reingekommen. Und zwar 15 ml eine Purifying Glow Mask, das ist so eine Reinigungsmaske, glaube ich. Genau, so eine braune, und die soll so gut sein, glaube ich. Die riecht ganz toll, so nach ätherischen Ölen. Also ich habe schon so oft gehört, dass die richtig, richtig gut sein soll, und die werde ich dann mal ausprobieren. Unbedingt jetzt demnächst auch. Ich stelle die mir auch mal. Ich mache mir jetzt mal hier so ein bisschen Platz und stelle mir mal Sachen, die ins Bad kommen, direkt nebenhin. Dann hat sie mir hier von Sleek was mit reingepackt, und zwar so ein Loose Pigment. Das ist so ein, ja, goldenes. Genau, also das, ich mache mir das mal auf die Hand. Genau, das ist so ein bisschen so ähnlich wie das, was ich jetzt heute auf dem Auge habe. Hätte ich schön noch oben drauf geben können. Das sieht einmal so aus, und das werde ich auch verwenden. Also das kommt dann mit bei meine Lidschatten. Jetzt habe ich hier alles voll gemacht. Dann ist hier einmal ein Lippenstift drin, der ist auch noch komplett verschweißt, der ist von Love. Das ist ein Metallic Bronze Sculpting, und der hätte heute, glaube ich, sehr gut hier zu meinem Look dazu gepasst. Der ist nämlich, also das ist wirklich so eine Farbe hier, so ein Bronze Metallic, sehr schön. Ich habe den, glaube ich, auch schon in meiner Sammlung, da muss ich mal gucken. Ich meine aber, ich habe den mal irgendwann aussortiert, weil meiner schlecht geworden war. Deshalb kommt das eigentlich ganz gut, den lasse ich auch zu, so Lippenprodukt. Ich habe unglaublich viel offen, und das werde ich dann nach und nach öffnen. Dann geht's weiter, Leute. Also es hört nicht auf. Ich muss nur gerade mal, ich habe hier überall das Pigment hingemacht. Das wahrscheinlich gleich auch überall in den Haaren und überall hängen. Dann ist hier ein Bath and Shower Gel, und zwar von Molten Brown. Das hatte ich schon mal gehabt, aber in einer anderen Sorte. Das hier, das riecht ja richtig gut. Das riecht so richtig wie frisch gebadet. Suit Oris heißt die Sorte. Also das riecht echt gut. Kenne ich so noch nicht, werde ich ausprobieren. Dann hat sie mir einen Nagellack mit reingepackt, und zwar ein 40-Sekunden-Lack von Essence, dieser Pretty Fast. Das ist so ein ganz neuer aus der Theke, in einem Lila. Purple Express heißt die Farbe, sieht sehr schön aus. Passt natürlich heute jetzt nicht zu mir, aber werde ich die Tage drauf machen. Den werde ich sofort austesten. Ich liebe ja Nagellack. Genau, also hier geht's weiter. Dann hat sie mir hier einmal Dinkelschoko-Eier mit reingepackt von DM Bio, und das ist ja so süß. Hier ist einmal so ein Schmetterling drauf, und da sind so kleine Schoko-Eier drin. Herzlichen Dank dafür. Es hätte auch gereicht, wenn du mir nur das geschickt hättest, hätte ich mich schon gefreut. Dann ist hier ein Produkt drin, wo ich jetzt gar nicht genau weiß, für was das ist. Gut. Gains heißt das, von Sunday Really. Das ist mit Glycolid-Acid. Also ich muss mich da mal nachlesen, was das ist. Ich glaube, das ist so eine Art Peeling, also so ein Peeling-Gel quasi. Genau, Exfoliates and Repairs. Also das ist auf jeden Fall für sonnengeschädigte Haut und sowas. Das soll die Haut reparieren, und das ist sehr interessant. Das werde ich auch ins Bad legen. Ich lese mich aber da vorher noch mal ein bisschen rein, wie das genau angewendet wird. Vielen, vielen Dank für dieses Produkt. Und dann kommt hier noch was, was ich auch sehr mag, und zwar von Batistas Plush Trockenshampoo. Das mag ich vom Duft sehr gerne. Das habe ich aktuell in Verwendung, und das ist fast leer, und das ist immer super für unterwegs in die Handtasche. Wenn man nicht so viel Volumen hat, kann man sich das mal über Kopf in die Haare und hat dann wieder schön Volumen. Also das mache ich immer gern zwischendurch, wenn ich unterwegs bin. Im Moment ja nicht so, aber wenn ich es mal sein sollte. Dann ist hier was dabei, und zwar von Ava & May. Da habe ich noch nie etwas von gehabt. Das ist mein erstes Produkt von denen, was ich überhaupt in den Händen halte. Das ist eine Kerze, glaube ich. Die machen ja Kerzen. Genau, also das ist eine Kerze. Leute, wie schön ist das denn? Schaut mal, das ist eine kleine Kerze. Die passt heute richtig gut zu meinem Outfit. Und zwar Honolulu Hawaii heißt die, Ava & May. Die riecht richtig schön. Also die werde ich auf jeden Fall auch mal anmachen in meinem Flur. Oh, die riecht richtig gut. Also vielen Dank für die Kerze. Die ist jetzt überall. Ich habe überall dieses Pigment. Ich habe das irgendwie blöd geöffnet und hier ist alles rausgekommen. Vielen, vielen Dank dafür. So, Box Nummer 2 ist ausgepackt. Ich würde sagen, wir machen uns direkt an Box Nummer 3. Und sie hat hier auch richtig schön so Look Fantastic Boxen genommen. Die sind so stabil. Also sie hat sich wirklich so viel Mühe gegeben. Hier kommt jetzt Box Nummer 3. Und die ist genauso schwer wie Box Nummer 2, Leute. Ich weiß gar nicht, hier mein Tisch steht schon voll.
wo das noch alles hin soll. Oh Gott. Aussortiert und BH Cosmetic Produkt. Also sie hatte mir ja geschrieben, dass sie von ihren Produkten, die sie hätte so viel zu Hause und sie wollte ein bisschen aussortieren und sie würde mir gern was davon geben und ich dürfte auch gern was verlosen, verschenken. Und genau, so kam das eigentlich, dass sie mir was schicken wollte und jetzt hat sie aber noch lauter Sachen dazu gepackt, die sie gekauft hat. Also nicht nur aussortiertes. So, als allererstes, ich bin geschockt. Ich bin wirklich geschockt. Sie hat mir was Nagelneues mit reingepackt und zwar ist das jetzt erst in der Theke von BH eine Flower Power Palette. Das ist eine Blush Palette und ich hatte die Woche noch in der Hand, ich habe die gesehen. Und wir werden die jetzt auch direkt öffnen. Guckt mal. Schaut mal, wie schön diese Blush-Palette ist. Also das ist die neue Flower Power Blush-Palette von BH. Und mit wunderschönen Tönen. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Die ist ganz toll gestaltet. Also vielen Dank dafür. Also das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Ich bin so gerührt. Das finde ich echt. Also ja, herzlichen Dank. So, und jetzt kommen aussortierte Produkte von ihr. Und da hat sie mir mit reingepackt von Kat Von D einen Lipstick, ein Liquid Lipstick in der Farbe Kruzifix und das ist das Braun und das ist tatsächlich mein Lieblingslipstick von Kat Von D. Das ist so ein richtig schönes Braun, gefällt mir sehr gut. Leute, das hört, also das Video wird bestimmt eine Stunde. Ich hoffe, ihr habt Lust auf dieses Video. Dann ist hier was drin und zwar von Mud Mask, eine Leave Me On Winter Mask. Ich glaube, dass die für die Haut ist, genau, Protection, Moisturizing, das ist für die Haut. Es gibt ja auch für die Haare Produkte. Und die kenne ich noch nicht. Die lässt man wahrscheinlich dann auch genau eine Leave-Me-On-Mask. Werde ich ausprobieren. Ich hatte die bisher nur für den Sommer und die fand ich gut. Dann ein Produkt von Avon und zwar Avon Planet Spa Radiant Gold. Das ist eine Face Mask mit Gold drin und die sieht auch sehr interessant aus. Ich habe von Avon schon ewig nichts mehr gekauft und ja, ich weiß, dass die neuen Verpackungen, glaube ich, so ähnlich aussehen. Auf jeden Fall vielen Dank. Die werde ich ausprobieren. Das ist halt eine Maske, die in der Tube kommt. Und ich vermute mal, dass das so eine Abzieher, so eine Peel-Off-Maske sein wird. Ja, genau, es geht weiter. Dann ist hier von Skin & Co. eine Polishing Micro Exfoliating Truffle Face Gommage Mask. Habe ich noch nie von gehört. Micro-Exfoliating. Muss ich mir dann mal angucken, wie die funktioniert. Die ist auf jeden Fall made in Italy, also in Italien. Und das werde ich mir dann anschauen. Es geht weiter. Und zwar ist hier was drin von La Roche-Posay. Das ist einmal ein After-Sun-Gel. Das hatte ich damals weitergegeben. Und das werde ich diesmal auch machen, weil ich hatte das irgendwie mal nicht so gut vertragen. Ich hatte davon schon mal eins. Sie sagt ja, ich darf auch Sachen weitergeben hiervon. Weil es ist auch wirklich viel. Ich suche mir jetzt Sachen raus, die ich dann verwenden möchte. Ich werde vielleicht ein paar Teile meiner Mama geben. Und das werde ich auf jeden Fall weitergeben müssen, weil, wie gesagt, ich habe da Pickel von bekommen. Aber das soll richtig gut sein, nur nicht bei mir. Hier ist ein Cleansing Gel und zwar von Arcaya German Cosmetics. Cleansing Miracle Daily Soft Foaming Cleanser. Der ist für die Haut. Hier steht drauf, der reinigt Poren tief mit Wasser abspülen. Ja, muss ich austesten. Arcaya habe ich irgendwo schon mal gehört. Ich weiß nur nicht, in welcher Verbindung, aber ich habe es schon gehört. Ich versuche es mal ein bisschen schneller zu machen, dass ihr nicht so lang jetzt hier warten müsst. Time Control Firming Radiant Matte Mask ist hier. Minus 417 heißt die Marke. Habe ich auch noch nicht gesehen. Hier steht auch nicht viel hinten drauf. Ich muss die Sachen dann googeln und muss lesen, für was die genau sind. Das mache ich immer bei Sachen, wo ich nicht genau weiß. Dann ist hier was drin von Chorus und da hatte ich schon mal von einer anderen Zuschauer ein Päckchen bekommen und da war das auch drin. Das ist mit echtem griechischen Joghurt. Das ist so eine Gesichtsmaske, eine probiotische und die habe ich auch noch nicht angewendet. Also da werde ich noch mal warten, ob ich die gut finde. Und dann werde ich die hier auch noch in mein Backup tun. Hier ist noch ein Gesichtspeeling von Love Me Green. Und da hatte ich schon mal eins mit Orange. Das hat mir gut gefallen. Und das hier ist jetzt mit Papaya. Ich bin aber beim Überlegen, ob meins mit Orange oder mit Papaya war. Es müsste ja dann vielleicht dasselbe gewesen sein. Ich glaube aber, es war Orange. Auf jeden Fall ist das mit Papaya. Und das ist auch noch komplett zu. Ich lasse das mal mit organischem Orangenöl. Genau, ich glaube, das war das gewesen, weil da war auch Orangenöl drin. Vielen Dank dafür. So viele Produkte fürs Gesicht. Und dann ist hier was von Erno Laszlo New York. Das ist so eine kleine Seife. Exfoliate and Detox. So eine Mini-Seife, auf sowas stehe ich ja. Die sieht einmal so aus. Die ist nochmal extra eingepackt. Hier riecht mal jetzt nichts raus. Ich packe die mal wieder hier rein. Aber die werde ich auf jeden Fall verwenden. Ich liebe so Gesichtsseifen und das benutze ich dann auch. Dann hat sie mir hier was rein und zwar ein Face Serum von Essence Hello Good Stuff Hydrate and Glow mit Pineapple Extrakt.
Das ist einmal mit Pineapple. Boah, das riecht aber richtig, richtig gut. Das sieht auch schön aus, das Serum. Also ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr das schon benutzt habt. Ich werde es dann mal austesten. Und das soll mit 97% natürlichen Inhaltsstoffen sein. Dann ist hier von Bella Pierre was. Und das hatte ich auch schon des Öfteren in den Händen. Das ist ein Mineral Plush in der Farbe Amaretto. Und den hatte ich schon sehr oft. Ich habe den selber auch noch zweimal hier. Von daher geht der an meine Mutti. Die wird sich sicher freuen darüber. Ja, also das ist eine sehr schöne Farbe. Ich benutze den auch relativ häufig. Ich brauche nur keine 3 Stück, aber ja, vielen, vielen Dank. Ich werde sie dabei auch nochmal fragen, ob das okay ist, wenn ich das meiner Mutti gebe. Und dann, genau, gebe ich das erst weiter, wenn ich das okay habe. Dann sind hier einmal Lashes bei, und zwar von Essence, so Princess Lashes. Die sind nach außen hin so ein bisschen breiter, das mag ich sehr gerne. Wispy Effect False Lashes. Also die werde ich auf jeden Fall tragen und da freue ich mich auch. Danke. Dann ist hier von 3ina was dabei und das kommt mir auch bekannt vor. Das ist nämlich so ein Cream Eyeshadow und der hat eine richtig schöne Farbe. Ich habe den auch hier in meinem Schrank noch einmal drin. Ich will den jetzt nicht swatchen, aber der sieht wirklich schön aus. Also der ist so richtig Bronzefarben und der hat einen echt schönen Ton und der hält sehr lang. Das ist halt so ein Long Lasting Eyeshadow. Ja, der ist auf jeden Fall sehr schön und der kommt dann in mein Backup, weil den benutze ich auch öfters. Den hat man ganz schnell mal aufgetragen und dann sieht man super aus, muss ich wirklich sagen, dass der gut ist. Hier ist noch was von der Marke Erno Laszlo New York, wo eben die Seife von war. Das hier ist ein Toner. Der sieht einmal so aus. Der kommt einmal in so einer viereckigen, ja, Tube, würde ich jetzt sagen, in so einem viereckigen Gefäß. Mhm. Der riecht ganz okay. Also ich kann jetzt sagen, nach was der riecht, muss ich austesten. Ich kenne die Marke überhaupt nicht. Also ich habe hier viele Produkte, die ich dann mal austesten kann, passend zu der Seife. Echt cool. Ja, dann ist hier einmal das Fix and Rouge Glow Elixier drin. Das ist auch total gut. Ich habe das jetzt letztens noch wieder gehabt und habe es dann verlost. Das hier werde ich dann für mich behalten. Das hat so einen richtig schönen Schimmer drin. Das kennt man aus der Glossy Box. Das war da mal mit bei. Das hat halt so Schimmerpartikel mit drin und hat Rosen. Wasser und Rosenquarzkomplex drin. Also das ist auch sehr gut für die Haut. Das kommt auch in mein Backup. Dann habe ich noch mal eins für mich. Wie gesagt, hatte das andere ja verlost. Dann ist hier von Miss Sophie ein Nail Wrap Remover. Also das ist für die Nägel. Und ich will gerade mal schauen. Nail Wrap Remover. Okay, das ist einfach so ein Nagellackentferner. Genau, der kommt auch hier bei meinen Nagellacks rein. Nagellacke in mein Schränkchen. Den kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Wow, und dann hat sie hier was reingepackt, da freue ich mich richtig drüber. Also herzlichen Dank schon mal von Dr. Barbour etwas. Das sind die Refined Cellular Glow Booster Ampullen und das sind 3 Stück, die sind richtig gut. Die haben so 2 Phasen mit drin und das ist eine komplett neue Packung. Also ja, mir fehlen einfach die Worte. Vielen Dank dafür. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin hier als, ich sage hier 100-mal Danke und es hört einfach, also es sind so viele Sachen, das hört hier einfach nicht auf. Dann ist hier von Now Buy was. Ein Gentle Facial Toner, also das ist so ein Toner, der mit Raspberry, Marshmallow und Marigold Extrakt ist. Ich habe den noch hier, ich habe den auch schon mal angefangen gehabt und hat den wieder in den Schrank gestellt. Genau, der riecht total gut und der soll auch super, 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 super gut zur Haut sein. Den werde ich mir auf die Seite tun, wenn der dann dran ist, dann werde ich den mit dem anderen direkt in einem Abwasch nacheinander benutzen. Dann kann ich dann auch sagen, wie meine Haut dann danach geworden ist. Also dann kann ich euch eher was sagen, wenn ich dann 2 Packungen benutzt habe. Ich gucke hier gerade schon nach dem nächsten. Und zwar ist das von Nichu, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, bei X-Later After Sun Haarspray. Also das ist so mit Pfirsichextrakt für die Haare. Ich will das gerade mal aufmachen. Oh, das riecht aber richtig gut. Also das ist so ein bisschen, das riecht wie so ein Smoothie. Also das ist so ein bisschen dickflüssiger. Hier steht drauf, das pflegende und himmlisch leichte After Sun Haarspray mit Aprikosenkernöl umschmeichelt dein Haar mit unwiderstehlichen Sommerglanz und fruchtig süßen Pfirsichduft. Genau, das riecht auch richtig gut nach Pfirsich, nach Frischer. Das sieht auch total schön aus und sommerlich. Vielen Dank. Das werde ich mir ins Bad bei meinen Haarprodukte stellen. Die Kiste platzt zwar fast, aber egal. Das kommt dann noch mit rein. Jetzt geht's mit dem nächsten weiter und das ist was von Annabelle Minerals, da habe ich noch gar nichts von, also ich habe davon schon sehr viel Gutes gehört, dass das echt super, super schön sein soll, die Sachen, und das hier ist ein Highlighter, der ist aber noch komplett zu, also das ist so ein Highlight Diamond Glow Puder, das lasse ich auch noch zu, das werde ich dann demnächst mal ausprobieren, das macht man hier oben, zieht man das dann so auf. Ich kenne das noch nicht. Also wie gesagt, ich habe von den Sachen noch nie irgendwas benutzt. Ich habe nur Gutes davon gehört von anderen
Und das kommt in meine Highlighter-Sammlung mit rein. Das werde ich dann demnächst bei Bedarf dann mal ausprobieren. Und das hier ist von Ciate London etwas. Das ist mein Lieblingspuder. Das ist das Translucent Puder und zwar Extraordinary heißt das. Ich habe das schon zweimal leer gemacht, weil ich das so gut finde. Es kommt einmal hier in so einer richtig schönen Dose und das ist so ein schönes, fein gemahlenes, tolles Puder. Es liegt ganz toll auf der Haut. Man sieht nicht, dass man abgepudert ist. Man hat halt einfach eine schöne Haut damit, finde ich. Also ich finde das ganz toll. Ich würde mir das auch direkt nachkaufen. Von daher freue ich mich riesig darüber. So, die Box ist leer, Leute. Und hier war aber noch was bei. Und zwar so eine Tasche von Bilou. Hier sind noch weitere Produkte drin. Und ich würde sagen, da gucken wir jetzt auch direkt rein. Ich bin echt fix und fertig. Schaut mal, was sie hier reingepackt hat. Und zwar von Benefit, was? Ein Roller Liner Eyeliner. Den habe ich auch noch nie gehabt, glaube ich. Nein, ich habe den noch nie gehabt. Das ist ein Eyeliner und das ist aber auch kein günstiger Eyeliner. Genau, also der sieht einmal so aus. Der kommt mit so einer peachfarbenen Kappe. Oh, der sieht aber schön aus. Der hat so eine ganz feine Spitze. Den werde ich auf jeden Fall jetzt mal ausprobieren. Der ist, glaube ich, richtig teuer. Ich weiß nicht, warum so Sachen hier drin sind, um ehrlich zu sein. Wahnsinn. Also das werde ich wirklich alles ausprobieren. Ich will da auch nichts verschwenden oder so. Das werde ich alles mit Liebe genießen. Und ich weiß, von wem das kommt. Dann wirklich richtig schön. Hier sind noch Nagelsticker drin. Einmal hier so Netze für die Nägel und so Weihnachts-Winter-Sticker mit kleinen Nikoläusen, Schneemännern drauf und sowas. Lege ich mir bei meinen Nagelprodukte. Dann kommt was und zwar von Daily Concepts. Das habe ich auch schon mal aufgebraucht. Das ist so ein kleiner Schwamm und zwar mit Aktivkohle. Der ist richtig gut. Das ist eine milde Reinigung und den kann man fürs Gesicht. Da ist halt wie so ein Netz nochmal so drumherum. So ein Schwamm und der peelt dann quasi. Und das fand ich damals richtig gut. Der kommt hier einmal in so einem Sack drin. Der ist echt toll. Man riecht es auch ein bisschen raus, also der riecht auch total gut. Dann ist von Essence einmal ein Nagellack hier drin und das ist ein Nagellack, der soll die Nägel härten. Und der ist in einem richtig schönen Peach, ich würde sagen, ja, so ein helles Peach, sehr schöne Farbe. Will ich gerade mal schauen, ich will mal ein bisschen näher gucken. Ja, das ist ein richtig schöner Farbton, der ist jetzt perfekt hier für den Frühjahr. Kommt auch bei meinen Nagelsachen, also ich sitze hier jetzt eingebaut in lauter Produkten, ihr könnt es euch vorstellen, richtig krass. Dann hat sie hier noch ein 24-Hour-Brow-Setter mit reingepackt, den liebe ich ja. Der ist auch von Benefit und das ist halt, ja, der kommt mit so einem Gummibürstchen hier. Ich liebe das, weil das ist wirklich so gut, das tackert die Augenbrauen richtig fest und die bleiben dann, wo die sind. Es gibt zwar auch ähnliche, aber das ist schon eins der besten, für mich zumindest. Also ich finde das richtig gut und herzlichen Dank. Dann ist hier was von Dr. Botanicals, ein Oil. Ein Gesichtsöl und zwar mit Hanf. Ein Hanfgesichtsöl, das kommt einmal mit so einer Pipette. Richtig cool. Also so sieht das aus und das werde ich dann auch austesten. Ich glaube, das kann man auf dem ganzen Körper anwenden. Das wirkt wahrscheinlich so ein bisschen beruhigend auf die Haut. Muss ich auch nachlesen, wie gesagt. Dann ist hier noch einmal ein Bilou-Anhängerchen dran. Den hatte ich damals auch mit verlost. Den hatte ich auch mal mit in so einer Bilou-Überraschungsbox drin. Und genau, den werde ich auch auf die Seite legen. Ich gebe den eventuell meiner Nichte, die ist Bilou-Fan und die wird sich sicher freuen. Dann ist hier was drin von This Works. Ich habe erst gedacht, das ist so ein Nagelhautentfernerstift, aber das ist einmal so ein Spray fürs Kissen, ein Deep Sleep Pillow Spray. Und das werde ich mir auch ins Schlafzimmer, ins Nachttischränkchen legen. Ich hatte so eins mal von Rituals und das war wirklich gut gewesen. Ich habe mir das aber noch nie nachgekauft. So, dann sind hier jetzt noch drei Produkte. Also ich habe schon, ich muss gleich mal kurz Pause machen, glaube ich, weil ich bin so aufgeregt und die Sachen sind alle so schön. Hier hat sie mir einmal einen ganz normalen Kohlkajal. Das ist ein schwarzer von Sephora. Den lege ich mir in mein Backup. Ich brauche die immer mal für die obere Wasserlinie und da nutze ich die richtig gern. Von Sephora, die sind sogar richtig gut. Die kann ich euch wirklich empfehlen. So, dann geht's weiter. Dann ist von Nude Sticks einmal ein Lipstick mit dabei. Und das ist aber diesmal so ein bräunlicher, so ein nudefarbener. Ich habe so einen roten hier zu Hause. Der gefällt mir auch sehr gut. Aber hier die Farbe habe ich noch nicht. Hier seht ihr das nochmal so, das ist so ein nudefarbener, der ist noch komplett zu, ich lasse den auch zu, ich wollte jetzt hier nicht alles swatchen. Dann geht das Video auch noch länger und dann ist hier von Manakadar was dabei, ein Stift, das ist ein Lash Extending Primer, also für die Mascara quasi. Macht man vorher drauf, so ein Primer kennt man ja und den werde ich dann auch... Ihr Lieben, weiter geht's mit der nächsten Box. Ich musste mir jetzt gerade mal was zu trinken holen. Ich habe mal kurz ausgeschnauft. Ich sitze schon fast eine Stunde hier. Also ja, das Video ist echt, ich denke, ich nenne das Video das längste Video von Chiquitas Place. Also das wird
sehr, sehr, sehr lang dauern. Ich habe hier die nächste Box und zwar Box Nummer 4. Steht hier drauf, auch richtig schön gestaltet, wieder mit so Washi-Tapes und sowas. Und hier sind eingepackte Päckchen drin. Schaut mal, so sieht das aus. Und das ist das, was sie letztes Jahr schon gepackt hatte an Weihnachten. Und hier liegt auch eine kleine Karte drauf, die gucken wir jetzt an. Das wird wirklich so ein langes Video. Ich muss gleich erstmal hier klarkommen, damit ich komme überhaupt nicht klar auf dieses Paket. Ich habe schon so viele schöne Zuschauerpakete bekommen von wirklich ganz, ganz lieben, tollen Menschen. Und das hier schlägt wirklich den Boden aus irgendwie. Ihr werdet es wahrscheinlich auch merken, es sind unglaublich viele Produkte. Und das ist, also hier steckt so eine Liebe drin in diesen Paketen. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Hier steht jetzt was drin. Hier hat sie reingeschrieben, diese Box ist der erste Teil der bereits im letzten Jahr verpackten, aussortierten Produkte. Ich weiß selbst nicht mehr, was die ganzen Geschenke enthalten. Und ich bin auch schon sehr gespannt. Also sie hat mir auch schon geschrieben, sie ist wirklich selber sehr gespannt, was da alles drin ist. Und hier ist einmal so eine süße kleine Karte mit so einem Pinguin. Richtig lieb. Ja, also nochmal kurz durchschnaufen und jetzt würde ich sagen, packen wir das erste aus. Hier hat sie einmal Ho 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 draufstehen. Das sind einmal von Isana so Pflegekapseln, Perfect Term, hautverschönernd mit Arganöl und Ingwer-Extrakt. Die kann man immer gebrauchen, ich liebe diese Kapseln. Ich habe auch welche zu Hause immer im Backup, ab und zu abends, da ist mir mal danach, dann mache ich mir das zum Schlafen ins Gesicht, finde ich wirklich gut. Dankeschön. Also sie kriegt auf jeden Fall so ein riesen Päckchen zurück von mir, also da kann sie sich mit ihrem Freund dann freuen. Also ich werde mit meinem Freund jetzt die Tage mal losziehen und die Geschäfte haben ja wieder teilweise auf und dann werde ich ihr was richtig Schönes packen als Dankeschön. Nicht, dass ihr denkt, die bekommt so viele Produkte, ich gebe auf jeden Fall was zurück, das muss ich machen. Hier ist einmal so ein kleines Päckchen und hier ist einmal so ein kleiner Highlighter drin. Das ist so ein Highlight-Puder von Steve Laurent und das finde ich richtig gut. Ich habe das in meinem Schminkkörbchen drin und das benutze ich eigentlich relativ häufig. Ich mag das, ich lasse das mal zu, das ist noch komplett neu, also das gebe ich auch eventuell weiter, weil da braucht man ja ewig, bis man das mal aufgebraucht hat. Auf jeden Fall ist das richtig, richtig schön. Und das hat auch so einen ganz tollen Glow, das kann man wirklich gut benutzen. Dann ist hier einmal so ein kleines Päckle. Das ist was von Lollipops, ein Fluid Glow. Also das ist so ein Glow Highlighter, so ein flüssiger. Den mag ich auch, den kann man sich schön hier drauf machen. Der ist sehr golden. Also den kann man auch im Sommer gut unter Make-up benutzen. Dann hat man so einen richtig schönen Summer Glow, der ist auch gut. Kenne ich schon, hatte ich auch in der Glossy Box dabei. Dann kommt hier was, das sieht einmal so aus. Das ist eine Bodylotion von Valea aus dem Adventskalender mit Zimt und Karamellduft. Das ist, glaube ich, die vom vorletzten Jahr und die hat so gut gerochen. Ich kenne die noch und die werde ich auf jeden Fall benutzen. Ich muss gerade mal dran schnuppern. Oh, okay, das war wirklich gerade zu viel geschnuppert, aber jetzt weiß ich genau, wie die riecht. Also die riecht richtig gut nach Zimt, die riecht wie so ein Chai Latte. Sehr cool, Dankeschön. Werde ich auch in mein Bad stellen. Ist zwar jetzt nicht mehr die Zeit, aber ich werde das auf jeden Fall aufbrauchen. Jetzt habe ich es auch aufgemacht und schon benutzt. So, dann geht's weiter. Hier hat sie sogar ein Schleifchen drauf gemacht. Leute, also schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr von diesem Paket haltet. Ich raste wirklich aus. Hier ist was von Karl Lagerfeld drin, von Model & Co. Es ist ein Baked Blush Light Beige. Also davon habe ich schon einen Eyeliner mal gehabt und einen Augenbrauenstift. Aber solche Produkte noch nicht. Oh, der sieht aber schön aus. Das ist wie so ein Highlighter, so ein Baked Blush Highlighter. Also ich glaube eher als Highlighter wird das benutzt. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Werde ich auch mal nicht swatchen, aber den werde ich auf jeden Fall nutzen. Der kommt dann in meine Sammlung mit rein. Voll schön. Also ich wusste gar nicht, dass die auch so Highlighter und sowas haben. Ich wusste, dass die so Stifte machen, aber sowas habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Dann kommt das nächste. Das ist, glaube ich, eine Creme, würde ich sagen. Das ist einmal von Camille, eine Hand- und Nagelcreme. Die ist echt gut. Hier steht auch Nummer 1. Also die gibt es überall. Die gibt es bei Edeka, bei Rewe. Das ist eine vegane Creme. Das ist halt so ein Balsam für die Hände. Und für die Füße kann man das auch sehr gut benutzen. Das kommt in meine Sammlung von Handcremes. Also da habe ich auch eine Sammlung. Die muss ich mal für euch unbedingt abdrehen, Leute. Das wollte ich nämlich auch noch machen. Dann ist hier nochmal so ein kleines Päckchen. Und ich glaube, hier sind 3 Sachen drin. Es fühlt sich so an. Hier sind 3 Produkte aus dem Adventskalender von Balea drin. Und ich mag diese Produkte. Und hier ist auch der Hand- und Nagelbalsam drin. Der riecht nämlich nach Orange. Ich will gerade mal dran riechen. Genau, und das ist mein Lieblingshandbalsam gewesen. Ich habe den so schnell aufgebraucht, ich habe den quasi inhaliert und der war echt toll.
Das ist einmal die Tagescreme und das Waschgel. Die kommen auch in so ein kleines Körbchen im Bad, habe ich da eins stehen. Und da habe ich immer so Proben drin und da werde ich das dann auf jeden Fall bei gegebener Zeit auch aufbrauchen. Es hört einfach nicht auf. Also ich bin echt, guckt mal, hier ist das nächste. Wow, hier ist einmal das nächste. Das ist von Elemis, ein Pro-Kollagen-Cleansing-Balm. Den hatte ich auch schon, beziehungsweise habe den gerade auch im Bad stehen. Das ist halt so ein Reinigungsbalsam, der ist ziemlich so ölig, würde ich sagen. Der reinigt richtig gut das Gesicht, also der nimmt das Make-up und sowas runter. Die ist echt gut, also der oder die, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, der kommt in mein Bad und den werde ich auch aufbrauchen komplett. Dann ist hier was, das vermute ich mal, ist ein Puderprodukt, fühlt sich so an. Ich frage mich gerade echt, also die Zuschauerin, die mir das geschickt hat, sie hat, glaube ich, auch sehr viele Produkte zu Hause, so ähnlich wie ich. Sie hat mir hier von Essence ein All About Matte Fixing Powder mit reingepackt. Das ist so ein ganz normales, also so ein transparentes. Das ist echt sehr gut. Ich habe das immer zu Hause. Also das ist ein Puder, was wirklich immer geht. Das kann man auch immer weitergeben, verschenken und so. Das kann jeder benutzen, weil das halt auch einfach farblos ist. Und ja, vielen herzlichen Dank dafür. Dann geht es weiter hier mit diesem hier. Hier ist einfach nochmal was von Benefit drin. Und zwar die Mini, ein Rollerliner Eyeliner. Genau, ein Mini ist hier drin. Das ist derselbe quasi. Ich muss schon gucken, wo die ganzen Produkte sind. Derselbe wie der große. Einmal in Reisegröße, einmal in Normal. Herzlichen Dank. Das nächste. Guckt mal, wie schön. Das ist auch wieder eins meiner liebsten Produkte aus dem Kalender gewesen von Valère. Das ist die Vanille Mandel Body Butter und die riecht unfassbar gut. Die macht auch wirklich, also auf den Schienbeinen und so, wo man eh so trockene Haut hat, macht die richtig gut weiche Haut. Herzlichen Dank. Also jetzt habe ich ja fast den ganzen Kalender nochmal wieder. Wahnsinn. Also ich bin so geschockt jetzt gerade darüber. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. So viele Produkte. Hier ist nochmal von Benefit was drin. Und zwar der High Beam Highlighter. Der ist so schön. Ich habe den aktuell im Bad stehen. Den benutze ich wirklich oft. Der hat halt so ein bisschen so einen Pinkstich. Und den gebe ich mir immer so 3 Punkte hier drauf. Und dann verteile ich mir das schön mit meinem Beauty Blender. Ich finde den total toll. Der hat echt einen richtig schönen Schimmer. Der ist nicht zu auffällig und den kann man sehr schön im Alltag benutzen. Aber ich weiß nicht, also ich bin geschockt. Womit habe ich das denn verdient? Es geht hiermit weiter. Hier ist einmal eine Palette drin und zwar von Bang Beauty. Das habe ich noch nie gehört. Und schaut mal, was hier für schöne Töne drin sind. Das ist so eine kleine Palette mit so kleinen Fännchen und die hat echt schöne Alltagstöne. In so Orange, so ein bisschen wärmere Töne und die werde ich auf jeden Fall benutzen. Hätte ich heute auch tragen können, hätte hier zugepasst. Ja, eine sehr schöne Palette, vielen Dank. Ich glaube, ich spare mir das, vielen Dank. Ihr seid bestimmt schon genervt ohne Ende. Hier kommt das nächste. Hier ist einmal ein Augenbrauengel von Luna by Luna drin und darüber freue ich mich auch mächtig, weil das hatte ich letztens auch im Glossybox Sale mit dabei. Das ist ähnlich gut wie das von Benefit. Also das kann wirklich mithalten, finde ich. Und ich glaube, das ist sogar günstiger. Also das sind zwei richtig, richtig gute Augenbrauenprodukte. Und die behalte ich auf alle Fälle, weil da braucht man ja immer was. Ich verbrauche so ein Ding eigentlich richtig schnell. Deshalb, ja, herzlichen Dank dafür. Dann geht es weiter mit dem nächsten Produkt. Das ist einmal, glaube ich, ein Lippenstift. So fühlt sich das an. Es ist tatsächlich ein Lippenstift und zwar ist der von Essence. Das ist ein Velvet Matte Lipstick in der Farbe 07. Das ist ein richtig schöner Ton. Also der hat so einen Rosenholzton. Der gefällt mir sehr gut. Der kommt auch in meine Sammlung mit rein. Von Essence, die Lippenstifte sind tatsächlich gut. Also wenn ihr die noch nicht ausprobiert habt, macht das mal. Im Moment bei Maske nicht ganz so prickelnd, weil das ja so ein bisschen abfärbt. Aber danach geht das wieder. Die sind wirklich schön und liegen gut auf. Die kann man wirklich gut tragen. Dann kommt das nächste. Hier sind zwei Produkte drin und zwar einmal ein Jelly Highlighter, Liquid Jelly Highlighter in der Farbe Bali von Nico Pro. Der war auch mal in der Glossy Box drin. Den hatte ich auch mal. Ich habe den aber tatsächlich weitergegeben. Und dann von Miss Lynn True Color Eyeshadow Base. Das ist eine weiße Eyeshadow Base, kann man immer gebrauchen. Werde ich dann auch mal ausprobieren. Ich hatte die tatsächlich auch schon hier, habe die aber tatsächlich dann auch weitergegeben. Also so ist das, Leute. Ich habe auch schon so viele Produkte hier gehabt, die ich mir dann gekauft habe und habe sie dann weitergegeben. Man hat ja immer einiges daheim, ich auch. Und ich verlose dann auch immer gern was. Und ich glaube, so kommt das auch so, dass man so ein bisschen was ansammelt durch die Boxen und so weiter. Dann kommt das nächste, fast von Bilou. Sie hat mir einen Bilou-Handschaum reingepackt. Das ist der Cozy Hands. Das ist mit, genau, vanillig warm duftet das, mit Karamellbonbon-Duft. Sehr schön, also die hebe ich mir auf für nächsten Winter. Ich habe auch noch eine hier, aber das ist die silberne, die ich noch habe. Und das hier, das ist einmal diese cremefarbene. Sehr schöner Duft. Ich hatte den schon aufgebraucht einmal und hat mir echt gut gefallen.
Dann kommt das nächste Päckchen. Also ich glaube, ich filme jetzt schon fast 1,5 Stunden. Das ist einmal von Zoeva eine Mini-Karamell-Palette. Die ist richtig süß. Das ist die Voyager, die kleine. Da sind 6 Töne drin. Und die lasse ich auch mal komplett zu. Ich habe die nämlich selber auch noch 2-mal hier im Backup. Die werde ich dann vermutlich verlosen. Also wenn sie jetzt nichts dagegen hat. Sie sagt ja, dass ich es gerne an meine Community weitergeben kann, die Produkte. Und genau, das kommt dann sehr wahrscheinlich in eine Verlosung für euch demnächst mal rein. Meine Mama hat die nämlich auch schon und vielleicht gebe ich es auch meiner Schwester. Ich muss mal gucken, eventuell hebe ich es auch erstmal auf. Ich mache das so ungern. Also ich habe ein schlechtes Gefühl dabei, Produkte zu verlosen, die jetzt mir ein Zuschauer zuschickt, aber sie hat es ausdrücklich gesagt. Hier kommt das nächste. Und das ist klasse. Das ist ein Produkt von Human and Kind. Das ist so ein Bodyöl mit Lavendelduft. Und das habe ich auch hier zu Hause. Ich benutze das richtig gerne, um mich auch mal abzuschminken. Das funktioniert richtig gut, um die Wimpern sauber zu bekommen. Das duftet ganz toll. Und genau, also das ist 3 in 1 steht hier drauf. Ich weiß gar nicht, das kann man halt für alles Mögliche nehmen. Für Face, Body und Hair. Also ich schminke mich damit ab. Ich finde das dafür richtig gut. Und das kommt dann bei mich ins Bad. Dann geht's weiter mit dem nächsten Produkt. Hier raschelt schon was drin. Hier ist ebenfalls ein Produkt von Aieco drin und das ist die Black Magic Mascara. Die finde ich sehr gut. Ich habe die auch noch einmal hier. Die habe ich aber schon angefangen. Die ist in meinem Körbchen im Bad. Und die ist perfekt, finde ich, für den unteren Wimpernkranz. Das ist einmal so eine kleine Tube und die hat so eine richtig, ich zeige euch mal die Bürste. Die sieht so aus. Die hat halt so eine richtig gute Bürste, dass man unten so schön an die Wimpern ran kann. Das gefällt mir gut. Und die bleibt auch bei mir. Dann geht es mit dem nächsten und auch letzten Päckchen aus der Box weiter. Dann ist die Box leer. Und dann schauen wir nach der letzten Box, die da hinten noch steht. Ich bin gespannt, was hier drin ist. Hier ist einmal richtig viel Schleife dran. Das sind einmal so Hairsheets von Aieco. Und Aieco ist eine richtig coole Marke für die Haare. Gefällt mir sehr gut. Allerdings gefallen mir diese Haarsheets nicht. Bei mir haben die nicht so gut funktioniert. Ich habe davon eher fettendes Haar bekommen. Das sind halt so Tücher. Ich glaube, die werde ich aber nochmal ausprobieren. Ich hatte eine andere. Ich hatte so gelbe und das hier sind jetzt pinke bzw. rosane mit Minze und Kamillenextrakt. Also das werde ich dann vielleicht nochmal ausprobieren und vielleicht verteile ich die auch mal. So, hier sind ja 8 Stück drin, da kann ich auch immer mal eins mit in ein Zuschauerpaket oder so reinpacken, wenn ich mal was verschicke von meinen Gewinnen und da packe ich halt gerne mal eine Maske oder so noch mit bei. Und da werde ich das dann wahrscheinlich auch verteilen. Cool, cool. So, dann kommt die Box Nummer 5 und das hat sie auch so schön. Sie hat hier eine Nikolausmütze und einen Tannenbaum drauf gemalt, also richtig weihnachtlich und schön. Und die ist so schwer wieder, die Box. Also hier wird schon wieder einiges drin sein. Ja, hier ist einiges drin. Sie hat jetzt hier zweiter Teil geschrieben, also auch aussortierte Produkte. Einmal das hier drin, das fühlt sich an, als wäre das sowas zum Quetschen. Das ist einmal eine Haarmaske von Pomelo & Co. Eine Vanilla Boost Repairing Hair Treatment Coconut Maske. Die hatte ich tatsächlich schon. Ich habe damals, hat die mir nicht gut gefallen. Ich habe da auch einen Test drüber gemacht bei Instagram. Könnt ihr das sehen bei mir in der Story. Und das ist aber jetzt schon 2 Jahre, glaube ich, her. Deshalb, das werde ich nochmal ausprobieren. Ich hatte damals meinen Rest, der hier drin war, der Lena gegeben, damit sie das ausprobieren kann. Und hatte meiner Schwester ein bisschen was gegeben. Genau, also Pomelo & Co. soll ja super gut sein. Ich habe ja Mermaid & Me, was ich momentan benutze, was ich wirklich auch gut finde, richtig gut sogar. Und dann werde ich das hier auch nochmal austesten. Ich weiß nicht, das ist schon so lang her. Vielleicht waren meine Haare da arg strapaziert vom Färben oder sowas, dass das nicht so gut funktioniert. Bei mir war auf jeden Fall nicht so ein Effekt da, wie ich das immer bei anderen gesehen habe. Deshalb, das werde ich dann hiermit nochmal ausprobieren. Vielen, vielen Dank. Dann geht es weiter mit dem nächsten und das fühlt sich an, als wäre es ein Badesalz oder sowas. Hört sich zumindest so an. Und das sind Fußbadekristalle. Sowas liebe ich mit Bio-Minze und Limette Refresh. Aber man riecht leider nichts. Das sind halt so Perlen, die Füße, so ein frischer Kick, verpassen die den, wenn man da drin badet. Und das finde ich total gut. Ich mache das im Sommer sehr gerne, wenn man gerade von der Arbeit oder so nach Hause kommt und hat wirklich so heiße, glühende Füße und dann so ein kaltes Bad mit diesen Perlen drin, ist echt richtig gut. Ja, vielen Dank, das werde ich auf jeden Fall selber nutzen. Dann geht's weiter. Leute, guckt mal, da hat sie hier 3 Päckchen aneinander gehangen. Also das sieht einmal so aus, das war so zusammen. Und dann muss ich mir mal meine Schere holen. Päckchen Nummer 1 ist einmal eine Highlighter-Palette von Sleek. Ich kann nur noch ganz schlecht reden. Also ich sitze echt schon so lang hier. Die lasse ich mal zu. Das ist nämlich diese mit den 5 Farben. Die habe ich auch noch hier und offen. Und falls ich die jetzt gern weitergeben möchte, lasse ich die einfach zu, damit das alles noch versiegelt ist. Also ihr seht, das sind wirklich noch komplett neue Produkte. Wahnsinn, wirklich.
Das nächste sieht einmal so aus. Ich vermute, das ist auch was Palettenartiges. Das ist ebenfalls eine Sleek Palette und ich glaube, sie hat auch einiges aus dem Glossy Box Sale. Das war ja bei mir auch drin. Also diese beiden Paletten hatte ich tatsächlich auch daher. Und die hier, die sind ein klein bisschen besser wie die hier. Auf jeden Fall ist die auch noch komplett neu und verschlossen. Ich lasse das auch komplett zu. Das bekommt dann auch mal einer von euch. Oder ich werde es mal bei Instagram oder hier bei YouTube verlosen. So krass, Leute. Hier kommt das nächste. Das ist einmal passend zu den beiden Highlighter-Paletten eine Lidschattenpalette und zwar die Aldivine Goodnight Sweetheart-Palette. Die sieht einmal so aus, sie hat richtig schöne Töne, also hier so Rosé, Naturtöne, dann so ein bisschen ins Lila gehende, sehr schöne Palette, gefällt mir richtig gut. Und da muss ich mir noch überlegen, ob ich die für mich behalte, weil ich habe eigentlich so Paletten mit so Tönen, aber auf der anderen Seite, ich muss mal gucken, also überlege ich mir noch. Ich bin echt so geflasht gerade. Dann geht es weiter mit dem nächsten. Das ist auch einmal, fühlt sich an, als wäre es so was Ähnliches wie eine Palette. Das ist einmal eine Palette von Catrice, die noch nicht in meinem Besitz ist. Die war auch, glaube ich, mal in der Glossy Box drin. Nude heißt die. The Coral, also das hat so korallfarbene Töne. Die Palette hat so korallfarbene Töne. Ja, so braun, Naturtöne. Richtig schön für den Alltag, kann man immer gebrauchen, kommt auf jeden Fall in meine Sammlung, weil die habe ich noch nicht und die sieht so schön aus, die ist so ein bisschen Neon. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier in der Kamera gut sieht, aber die sieht ein bisschen Neon aus und gefällt mir sehr. Dann geht es weiter mit dem nächsten Teil und das ist auch wieder richtig gut verpackt. Ihr Freund hat ihr geholfen einzupacken und das finde ich so cool, deshalb bekommt sie auch mit ihrem Freund ein Päckchen zusammen. Hier ist einmal was drin, da bin ich ja richtig überrascht, das ist von Boutique etwas, das ist von der Ducky Bee, so ein Color Book, Color Highlighter steht hier drauf. Ich habe mir hiervon nie irgendwas gekauft, hat mich nie angesprochen. Das schimmert richtig schön holographisch. Im Nachhinein wollte ich mir das alles nochmal kaufen. Ich hatte das dann irgendwie irgendwo gesehen und fand das dann doch richtig gut. Fühlt sich richtig hochwertig an. Das ist richtig schweres Material, also gute Qualität von außen von der Verpackung. Und wow, das sind einmal Highlighter. Guckt mal, Leute, wie schön sehen die denn aus dem hellen, im mittleren und so einem dunkleren. Ibiza, Champagner und Clays. Werde ich auf jeden Fall zu meiner Sammlung packen. Wow. Also ich bin von dieser Verpackung hier echt überrascht, dass es mit Magnet schließt das und das ist eine richtig gute Qualität. Wie gesagt, ich hatte das irgendwo gesehen dann und dann hat es mir doch gefallen, dann wollte ich mir das alles nachkaufen und dann war es wirklich teuer gewesen. Dann habe ich es gelassen, weil ich nicht wusste, wie die Qualität ist, aber jetzt kommt es auf jeden Fall in meine Sammlung. So, das nächste sieht einmal so aus und ich vermute, das ist auch wieder sowas in der Art. Das ist einmal was von Luvia und zwar ist das die Vegan Eyebrow Palette meets Glossy Box. Die war in dem Glossy Box Adventskalender drin und ich habe die tatsächlich bei meinem Glossy Box Adventskalender bei der Verlosung, also ich habe da was verlost und da habe ich die weitergegeben, weil ich gedacht habe, ja, tust deinen Zuschauern was Gutes, die freuen sich bestimmt. Aber diese hier, die werde ich jetzt auf jeden Fall behalten. Die ist nämlich wirklich schön und ich habe damals gedacht, ich gebe die weiter, dann kann sich jemand anders darüber freuen. Dieser Ton hier wird mir auf jeden Fall passen. Ich freue mich darüber. Vielen Dank dafür. Mein Gott, die ist auch total süß. Die fühlt sich voll schön an und alles. Die kommt dann in meine Sammlung. Dann einmal das nächste Päckchen. Hier sind zwei Produkte von Hey Honey drin. Und das war, glaube ich, auch im Adventskalender gewesen. Das ist Trick and Treat Active Propolis Cream Concealer. Das sind Concealer und die sind, glaube ich, richtig toll gewesen. Ich meine, ich hatte meinen relativ schnell aufgebraucht. Auf jeden Fall finde ich das gut und das werde ich auch beides benutzen. Ich hatte das leer gemacht damals und ich fand das super. Genau, vielen, vielen Dank. Also viele Sachen auch aus der Glossy Box. Hier kommt das nächste. Oh, Leute, schaut mal, was hier drin ist. Hier ist einmal der Butterkeks. Lippenbalsam drin von Balea und den finde ich ganz toll. Oh mein, der riecht einfach richtig gut nach Butterkeks und den hatte ich auch im Adventskalender drin. Ich freue mich, den nochmal zu haben. Der pflegt richtig gut die Lippen. Der ist echt klasse. Ich weiß, dass auch die Frühlingsrolina den sehr mag und auch andere. Wahnsinn, Dankeschön dafür. So, dann kommt das nächste. Das ist einmal sowas und das ist richtig schwer. Hier hängen zwei Produkte auch wieder zusammen. Das ist von Trifle Cosmetics der Lip and Cheek Jam. Und das gefällt mir gut. Das ist so auf Wasserbasis, glaube ich, so ein Lipgloss war das gewesen. Genau, 98% Wasser-based. Der war damals richtig gut. Ich hatte den auch und habe den aufgebraucht. Jetzt habe ich zwei Stück. Also die sind noch komplett neu. Ich werde das mal auseinanderschneiden. Und da werde ich auf jeden Fall eins von verlosen. Die sind nämlich richtig gut
Und einen werde ich für mich behalten. Also vielen herzlichen Dank dafür. Ihr könnt euch jetzt auch schon mal bei der Zuschauerin bedanken. Da gibt es demnächst auch eine Verlosung. Da werde ich auf jeden Fall für euch eine Kleinigkeit dann abgeben. Dann kommt das nächste. Ich wollte schon aufmachen, ohne euch das vorher zu zeigen. Hier ist einmal ein Produkt für die Lippen drin. Und zwar von Fine Shiny Lip Fluid. Das ist ein Lipgloss, ein Shiny. Oh, der ist aber schön. Der kommt in so einem Dunkelrot. Der steht mir und den behalte ich, den finde ich schön. Ich glaube, der kommt von Amazon. Also ich meine, ich habe die Marke da mal gesehen, dass das die Eigenmarke ist von Amazon. So, das nächste, Leute, einmal so ein kleines. Hier ist einmal von MECO Beauty was drin. MECO Beauty, genau, heißt das. Eine Shimmer Whip Highlighting Cream in der Farbe Champagner. Das habe ich auch im Bad stehen. Und das finde ich gut, das ist so ein goldener, das ist wie so ein Mousse, so ein bisschen, das kann man auch unter die Foundation gut geben, das sieht richtig schön aus im Sommer. Das ist ähnlich, ich muss gerade mal gucken, ich finde hier schon nichts mehr wieder, wie eben diese Highlighter Cream, die ich euch gezeigt habe in der kleinen Tube von Lollipops. Und so ähnlich ist das richtig, richtig gut. Das werde ich wahrscheinlich dann auch weitergeben, weil bis meins mal leer ist, da hat man ewig was von. So, dann kommt hier sowas Kleines, das wird so ein Stift sein, oh, das ist nochmal ein Stift, ein Black Magic Eyeliner sehe ich gerade. Oh Mann, das ist nochmal mein Lieblings-Eyeliner von Black Magic von iEco. Der ist echt richtig gut. Der ist halt hier nochmal einzeln. So, dann sind hier noch zwei Stifte. Krass, Leute, und das sind zwei Sachen von Boutique. Also das ist einmal ein Infinity Eyeliner, waterproof, und dann ist das nochmal so ein Eyeliner. Ich muss gerade mal gucken. Ein Wee Superliner. Das ist einmal in schwarz. Genau, das ist ein schwarzer Eyeliner und ich muss gerade gucken, ob der andere auch schwarz ist. Ich hatte von, oh ja, der hat eine richtig schöne, dünne, präzise Spitze. Da freue ich mich, die auszuprobieren. Vielen Dank dafür. So komme ich auch mal dazu, was von Boutique auszutesten. Wie gesagt, ich wollte das so gern schon mal machen, hab's aber dann nicht. So, hier kommt das nächste. Hier ist einmal von Logona Naturkosmetik, was drin, ein festes Pflegeshampoo mit Bio-Hanf und Bio-Brennnessel. Richtig interessant. Die Marke, die gibt es im Naturkosmetikladen, glaube ich. Oh, das sieht schön aus. Das sieht aus wie so ein Blatt und das riecht auch ganz toll. Das riecht richtig so nach Naturkosmetik. Also richtig gut. Das werde ich auf jeden Fall für mich benutzen. Und mit Brennnessel, das ist sicherlich gut, genau, reinigt und spendet Feuchtigkeit. Dann ist hier nochmal so ein Päckchen und das fühlt sich an, als wären hier wieder drei Sachen drin. Also hier sind auch so kleine Schleifchen und sowas dran. Wow. Hier sind diese drei Produkte drin und zwar von Enspona, eine Handcreme mit Sandornöl und Panthenol. Die werde ich ausprobieren, kenne ich noch nicht. Dann von Alcina ein Pearl Gel und ich glaube, das ist ein Styling Gel. Das finde ich auch gut. Das habe ich noch nie gehabt, aber ich probiere immer sowas gern aus. Genau, das wird so ein Styling-Gel sein. Alpina Alcina. Alcina heißt es. Ist so eine Friseurmarke und die sind eigentlich immer ganz gut. Dann von Downtown Paris einen Highlighter. Den finde ich sogar noch besser. Ich suche gerade den anderen, den ich euch eben gezeigt habe. Ich suche und suche und suche. Ihr wisst schon, also eben den von MECO Beauty. Also ich finde den noch besser. Und der Make-up, der ist so ein bisschen leichter und der schimmert halt noch so ein bisschen roséfarben. Also der ist auch sehr schön. Genau, also weiter geht's. Dann kommt das nächste, das ist einmal wieder so was Langes. Hier sind tatsächlich zwei Lidschattenpaletten drin. Und zwar einmal von Action, die True Shades Eyeshadow Palette. Die habe ich auch schon mal hier gehabt. Die hat so schöne Töne mit diesem Blau und Grün. Die funktioniert auch gut. Ich hatte die dann meiner Schwester gegeben. Sie fragte mich irgendwann mal, ob ich Lidschattenpaletten übrig hätte. Und da habe ich ihr die hier mitgegeben, weil das ihre Töne sind. Und jetzt habe ich die nochmal hier, also echt cool, auch ein Zufall. Dann ist hier von Manhattan eine Palette und hiervon habe ich tatsächlich noch gar keine. Und auch ewig keine Lidschatten mehr benutzt davon. Die Eyemazing Wow Edition Eye Contouring Palette. Hier sind schöne Töne drin. Hier sind so blau-türkisfarben, hier oben ein bisschen wärmer, hier ein bisschen kühlere Töne. Sieht sehr schön aus. Die kommt in meine Sammlung, weil die habe ich noch nicht. Also da müssen wir mal einen Look mit schminken. Ich glaube, da kann man was Tolles mit machen. Gerade dieser Türkiston hier, der sieht sehr schön aus. Testen wir gemeinsam aus. Vielen Dank. Dann geht es weiter mit diesem Päckchen hier. Und dann haben wir noch zwei Stück. So, zack, ich musste den Akku meiner Kamera wechseln. Und das ist mir jetzt in meiner ganzen YouTube-Zeit noch nie passiert. Ich habe immer einen vollen Akku. Und ich hatte hier vorher einen vollen Akku reingetan.
Und da könnt ihr mal sehen, wie lange ich jetzt schon hier sitze. Also ich habe einen kompletten Akku verbraten jetzt. Echt krass. Und ich war gerade echt erschrocken, wo der Akku aufgeblinkt hat. Okay, also das hier war einmal in diesem langen Päckchen drin. Das ist von Love, die Statement Blush Palette. Und die soll so schön sein. Die öffnen wir direkt mal. Die sieht einmal so aus und die hat 5 richtig schöne Töne drin. Also schaut mal hier von jedem etwas. Das ist eine richtig, richtig schöne Palette. Forget the rules, if you like it, wear it, steht hier drauf. Also eine sehr schöne Palette. Da ist auch, glaube ich, so ein Highlighter-Ton noch mit drin. Also das hier sieht so ein bisschen wie ein Highlighter aus. Die kommt in meine Sammlung. Also die ist auch richtig schwer und fühlt sich sehr gut an. Wirklich eine wunderschöne Palette. So, herzlichen Dank dafür. Jetzt kommen hier noch 2 kleine Päckchen. Also da packen wir jetzt erstmal das hier aus. Und das fühlt sich an, als wäre es eine Seife oder so. Wisst ihr, was das ist? Das ist diese Nachtcreme von Ballade in Provence. Also das ist so eine französische Gesichtscreme für nachts. Und die ist auf jeden Fall sehr gut. Also die finde ich richtig toll. Ach, die riecht auch so gut. Die schmilzt auf der Haut. Also die kann man so auf der Haut verteilen. Und das gibt so einen öligen Film. Die schmilzt jetzt auch gerade schon in meiner Hand. Deshalb packe ich die wieder hier rein. Die werde ich auf jeden Fall mit Kakaobutter und Aprikosenkernöl. Das ist eine richtig gute und die bleibt auf jeden Fall bei mir zu Hause, weil ich liebe die und ich habe echt schon, ich glaube, die 2. oder so davon aufgebraucht. Also ich habe auf jeden Fall schon 2 oder 3 Stück gehabt davon. So, und dann kommt das letzte. Und in dem letzten Päckchen ist nochmal so ein richtiger Knaller drin und zwar ein Mini Hoola Bronzer von Benefit. Also hier sind so viele Benefit-Sachen drin. Ich bin echt geschockt. Also das ist einmal so ein kleiner, der ist richtig süß. Der hat hier so einen kleinen Pinsel mit drin und den werde ich auf jeden Fall für mich selber nutzen. Der ist nämlich so schön. Meiner ist fast leer und ich liebe den. Der macht im Sommer halt so einen richtig schönen Tör. Das sieht sehr gut aus. Und herzlichen Dank dafür. Also ich kann mich nur 1000-mal bedanken. Das war's jetzt. Also die Produkte sind ausgepackt. Das letzte Päckchen ist leer. Ich stelle das mal hier auf meinem Stapel, wenn ihr sehen könntet, wie es jetzt hier auf meinem Tisch aussieht. Ich bin einfach nur gnadenlos geschockt. Ja, ich werde, glaube ich, morgen schon losziehen und werde ihr dann auch ein Päckchen packen und ich weiß gar nicht, was ich ihr alles Schönes da reinpacken werde. Auf jeden Fall so viel, dass sie sich mit ihrem Freund auch freuen wird, wenn sie das auspacken, dass sie ein bisschen Freude daran haben und was für die Katze. Und ja, genau, auf jeden Fall gibt das eine Retourkutsche, weil das kann ich nicht so auf mir sitzen lassen. Das war, glaube ich, echt das längste Video jetzt, seitdem ich YouTube mache und das größte Zuschauerpaket, was ich je bekommen habe. Ich habe von jedem Zuschauer, wo ich jetzt was bekommen hatte, wirklich so tolle Produkte bekommen und es war alles so schön. Aber das hier ist jetzt das Größte und das Krasseste, was ich je erlebt habe. 5 Boxen allein schon, die ich abgeholt habe auf meiner Packstation. Macht das ja nicht nach, Leute. Also ich weiß auch nicht, wohin mit den ganzen Sachen. Wie gesagt, ich werde von den Sachen welche meiner Mama geben. Ich werde was in eine Verlosung packen. Ich werde mir Sachen raussuchen, die ich unbedingt testen möchte. Es sind so viele Sachen bei, die ich unbedingt probieren mag. Genau, also das werde ich mir alles in Ruhe überlegen. Und dabei werde ich die Dinkel-Schoko-Eier essen, vermute ich mal. Also ich danke dir von ganzem Herzen und ich hoffe, dass du das Video jetzt geschaut hast. Ich denke aber schon, also sie wird sich auf jeden Fall freuen, weil ich habe mit ihr geschrieben, ob ich es hier hochladen soll oder nicht. Und da hat sie gemeint, ja, ich kann das gerne machen, weil ich wollte es schon gerne hochladen, damit das auch die Zuschauer sehen und damit ihr auch Freude daran habt, wie ich das auspacke. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang für euch. Ich habe wirklich ein paar Haspler drin gehabt. Also ich muss echt viel schneiden, glaube ich, weil ich einfach so aufgeregt war und mich so gefreut habe und Durst hatte zwischendurch und mal aufstehen musste. Ich habe Rückenschmerzen, ich sitze jetzt wirklich so lang. Draußen wird es schon langsam dunkel. Genau, also hier wird es auf jeden Fall irgendwann, also das kommt irgendwann mal bei euch auch mit in eine Verlosung, so einige Sachen hiervon, also nicht einige, aber so ein paar Sachen, wie zum Beispiel hier das La Roche-Posay, das ist auch noch versiegelt. Und sie hat mir das halt auch erlaubt, deshalb, da gibt es dann mal eine Verlosung. Aber das ist ein andermal dann. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ja, einen schönen Tag, wann auch immer ihr das Video schaut. Herzlichen Dank dafür und danke, dass ihr dabei wart. Also ich bin wirklich gerührt und ich weiß nicht, womit ich das verdient habe. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist das größte und heftigste Paket, was ich je bekommen habe. Muss ich echt sagen, ich habe wirklich so schöne Sachen schon. Naja, ich rede und rede und rede. Ich bin total geflecht davon. Ihr seht's, ihr wisst's und macht's auf jeden Fall nicht nach. Schickt mir eine Karte, wenn ihr mir was schicken wollt. Ich habe wirklich so viele Produkte durch die Boxen daheim und ich verlose ja auch so oft was, weil ich selber manchmal nicht weiß, wohin damit.
Und meine Zuschauerin wusste auch nicht, wohin damit. Deshalb hat sie mir das geschickt, damit ich es auch weitergeben kann und für mich was rausnehmen kann. Genau. Vielen, vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss.